Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Heute mit einem klitzekleinen Unboxing, wenn man das so nennen kann. Im Endeffekt ist es ja nur eine kleine Spielhülle. Ich habe die lästige Verpackung schon mal abgemacht. Gestern erschienen einmal die Bloodhound und einmal die Lifeline Edition davon. Was da Schönes drin ist, sage ich gleich. Die meisten wissen es sicherlich schon. Ich möchte vorab schon mal sagen, über die Lifeline Edition werde ich kein Unboxing machen, denn in Season 3 gibt es einen wunderschönen Skin für Lifeline freizuschalten, den ich so geil finde, dass ich keinen Grund sehe, mir das Pack von Lifeline zu holen. Es ist zwar in diesem Paket von Lifeline ein absolut schicker Flatline-Skin drin, der wirklich richtig schick ist. Eigentlich hätte ich den gerne gehabt, aber ich finde halt den Lifeline-Skin hier so geil, dass ich es nicht für nötig finde, mir diesen zuzulegen. Ich finde den Bloodhound oder die Bloodhound Edition deutlich besser. Was ist alles drin? Ihr bekommt für 20 Euro einmal einen Bloodhound-Skin. Ich versuche das hier mal so ein bisschen. Moment, ich drehe mal mein Light, dass das hoffentlich gut zu erkennen ist. Ihr seht, ihr bekommt den Skin für den Bloodhound, einen Prowler-Skin, einen Banner, dann noch das Abzeichen hier. Moment, das ist hier alles spiegelverkehrt. Und 1000 Apex-Coins. Und wenn ihr jetzt euch das mal reinzieht, wenn ihr in dem Store drin seid, ich gehe einfach mal in den Store rein. Wenn ihr da zum Beispiel hier drauf geht und ihr wollt so einen richtig schönen Skin haben, dann seht ihr hier, kostet das einfach mal 1800 Apex Coins. Das sind umgerechnet 18 Euro. Und wenn ihr euch jetzt mal reinzieht, Moment, drehe ich das Licht mal wieder. Für 20 Euro ist zwar auch eine Menge Geld. Ich mache übrigens vorher mal auf, bevor ich jetzt hier weiter laber. Es ist tatsächlich eine spielbare CD drin. Also ihr bekommt quasi Apex als CD noch oben drauf, auch wenn es eigentlich eher gar nicht nötig ist, weil es ja kostenlos ist, das Spiel. Dann habt ihr hier den Download-Code. Ist natürlich schon eingelöst, wenn ihr das Video seht. Ist logisch, also braucht das gar nicht versuchen. Dann gibt es noch ein schönes Kärtchen. Irgendein EA, bla bla, der absolut uninteressant ist, gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Auf was ich jetzt hinaus wollte, ihr bezahlt 18 Euro für einen richtig schönen legendären Skin, wenn ihr einen im Store habt. 18 Euro nur für einen Skin. Und jetzt kriegt ihr hier wenigstens einen Skin für den Bloodhound, was schon 18 Euro theoretisch wert ist. Dann bekommt ihr noch den Prowler-Skin, wie gesagt, dieses Abzeichen. Und ihr kriegt noch 1000 Coins obendrauf, die ihr verballern könnt. Die 1000 Euro übrigens, die gebe ich im Halloween-Event noch aus, mache ich dann im Stream noch ein kleines Pack-Opening. Da kann ich noch mal zwei Packs öffnen. Ich gebe jetzt den Code mal eben schnell ein, dann sehen wir uns in-game wieder und dann werde ich euch den Bloodhound-Skin mal richtig zeigen. Okay, der Promotion-Code ist eingelöst. So sieht das dann aus, wenn ihr wieder ins Spiel geht. Wer übrigens nicht weiß, wie man das einlöst, kann ich ja zur Vollständigkeit halber noch schnell zeigen. Ihr geht in den PlayStation Store. Natürlich ist das Video wieder für PlayStation, nicht für PC und Xbox, aber im Prinzip dürfte da kein großer Unterschied sein. Und dann geht ihr hier auf Code einlösen, gebt den 12-stelligen Code ein und danach ist die ganze Geschichte schon drin, also ist absolut unkompliziert. So, dann könnt ihr das hier schließen, zack, und dann gehen wir mal auf Loadouts und schauen, ob der Skin, Moment, ich gehe erst auf den Bloodhound und schauen, ob der Skin jetzt hier schon drin ist. Wo ist er? Okay, Leute, man muss tatsächlich, also zumindest hat das bei mir geholfen, ich habe jetzt, nachdem die Coins ja schon drauf waren, wie man gesehen hat, haben die Skins sich nicht ins Spiel geladen. Startet das Spiel einfach nochmal neu, falls ihr das Problem haben solltet, und dann sollte das kein Problem sein. Wir gehen jetzt zuerst einmal auf die Prowler und da zeige ich euch zuerst dieses schöne Teil. Meine Fresse. Wartet mal. Ich mache mal ganz kurz hier meine Kamera einfach auf eine andere Position. Der Skin ist ja der absolute fucking Wahnsinn. Also jetzt mal ohne Mist. Der gefällt mir ja sowas von geil. Da machen wir gleich mal noch diesen kleinen Kollegen dran. Auch wenn der hier optisch nicht so ganz passt, ist mir aber egal. Der Skin gefällt mir richtig gut. Also ich muss sagen, ja, 20 Euro, ob das jetzt sein muss oder nicht, das muss jeder für sich entscheiden. Aber dafür bekommt man wirklich einen heftig geilen Skin. Auch wenn es Fakt ist, wenn man sich die Edition holt, hat man nicht in der Hand, was halt für ein Skin für die Waffe drin ist.
Also der steht halt fest, wenn keiner die Prowler so richtig mag oder du auf dem Bloodhound stehst, aber die Prowler selber nicht so wirklich magst, dann hast du halt Pech gehabt. Und hier haben wir den Intimidator-Skin, der ist ultra geil. Ohne fucking Scheiß. Also ich finde den sowas von absolut heftig. Mein absoluter Favorit. Ich sage mal, wer das Geld schon in der Hand nimmt, der sollte auch was Vernünftiges dafür bekommen. Okay. Das soll es dazu eigentlich gewesen sein. Ich möchte nochmal dazu sagen, morgen streame ich, wer tagesaktuell zum Samstag das Video schaut. Morgen gibt es wieder einen Stream, da haue ich nochmal zwei Packs für das Halloween-Event raus, wen das interessiert. Das soll es schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Freude bei diesem Unboxing, wenn man es denn so nennen kann. Wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Lasst einen Daumen für das Video, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Und wie immer, wer Bock hat, nichts zu verpassen an Apex-Informationsvideos, Livestreams und so weiter, ist auf meinem Kanal goldrichtig. Lasst also ein Abo da, würde ich mich sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.